Jetzt wird's gleich episch, wenn die alle das Feuern anfangen. Einmal bei denen auch nochmal zur Sicherheit an und aus. Könntest du eigentlich mit diesem vierten Bataillon, was da noch steht, auch schräger stellen sogar, weil sie kommen wirklich in dem... Also die ersten, ja genau, und dann von diesem Baum da vorne aus, ja genau so. Genau. Sprinten. Oh, weil die fangen sogar schon an zu schießen. Ja, deswegen, dann stehen die anderen da effektiver und schießen ihn schön in die Seite rein. Da hinten ist, der Uglak halt. Oh, ihre Wagreiter. Fangen sie vielleicht, na wobei, sie bleiben stehen. Ich würde sagen, fangen sie mit den Sword Condi ab, aber schieß einfach auf sie. Ja. Ganz ehrlich, die Sword Condi mit denen abfangen ist auch nicht so sinnvoll. Sie sind halt nun mal leichte Kavallerie. Leichte Infanterie. Leichte Infanterie. Holla. Sie sterben auch so ganz gut. Ja. Boah, da sind schon zwei tot von den Trollen hier. Na, das ist wahrscheinlich auch größtenteils den Eldarine Archers zu verdanken. 3, 4. Nice. Einfach nur nice. Ja, und jetzt dürfen sie mal im Nahkampf zeigen, was sie können. Lassen Glorfindel noch sein schwules Licht aktivieren. Ja. Slightly increases combat effectiveness. The battle is very much in our favor. Victory will be ours. Jetzt schon heftig. Die Wagreiter wurden komplett ausgeradiert von deinen Bogenschützen, soweit ich das sehen kann. Ja, sieht ganz so aus. Sieh zumindest einen Glorfindel zu, oder alle drei zurück, ja. Lass sie vielleicht außen rumreiten und die Archers da angreifen. Ja, die schaden dir schon ordentlich. Oh, oder du hast die Orc Bodyguards. Das wäre natürlich auch eine Idee. Na gut, dadurch, dass du jetzt durch deine... Ja, aber dadurch, dass du jetzt durch deine Truppen durch musst. Boah, er da nicht. Ich glaube, die machen da schon noch ordentlich Schaden. Oh ja, die machen da aber mal sauber Schaden. Ja, sieht an allen Fronten eigentlich echt gut aus. Großteil. Ja, hier sieht es ein bisschen mies aus. Na gut, da kümmern sich ja deine Sword Condi drum. Ja. Naja, aber wie gesagt, also ich finde das... Jetzt hier wieder ein bisschen so in deine Richtung schieben. Das kann man auf jeden Fall so stehen lassen, wie das jetzt gelaufen ist. Ja, sehe ich genauso. Zumindest bisher. Das war auf jeden Fall eine gute Idee von dir, weil ich wäre da jetzt selber überhaupt nicht drauf gekommen. Ja, können wir eigentlich von Glück reden, dass es überhaupt möglich war, dass er überhaupt dort eine Einheit stehen hatte. Klar, dass der da noch alleine drin steht. Naja, der hält jetzt wieder ewig viel aus. Ja. Scheiße wäre jetzt, wenn ein Glorfindel umholzen würde. Ja, komm. Ich lauf jetzt einfach, stürm jetzt einfach mal auf die hier und lass die... Na, wobei... Ja, lass lieber mal. Charge lieber in den General noch mal rein, in den Feindlichen. Nein, lieber in die Trolle da hinten. Ich weiß nicht, ob das wirklich was bringt, dass du in die rein... Tja, das war's schon mal mit High Chieftain Uglak. Ja. Jetzt müssen sie sich einen neuen suchen. Der Ehrliche. Oh. Da, schau mal, wie es den durch die Luft gefetzt hat, den Troll. Ich glaube, das Chargen bringt da schon was. Ja, meinst du? Es kann natürlich auch Zufall gewesen sein. The enemy army flees the field. Pursue and run. Ah, bereite vor allem jetzt noch die... Ich glaube, ich überreite erstmal gar nichts. Das soll schön meine Bogenschützen machen. Ich würde ihn schon hinterher reiten. Okay. Bis deine Reiter da dort sind, sind sie außer Reichweite. Das stimmt allerdings. Oh, und so viele Truppen hast du echt nicht verloren. Also es hält sich wirklich im überschaubaren Rahmen. Ja. Also mit der Armee. Die da sind halt ein bisschen, haben halt ganz schön gelitten. Die Eldarinen haben ein bisschen. Na gut, die haben ja auch, eine Trollansturm. Ja klar. Auch noch das Licht. Das ist vollkommen wurscht jetzt. Oh.
laufen auch noch Gegner. Dieser Uglack. Ja. Tja, lang hat er es nicht gemacht. Nee. Naja doch, seit dem Anfang des Spiels, das war den ja anfangs okay. Chieftain. Meinte jetzt so rein in der Schlacht, hat das nicht sehr lange gemacht. Ja gut, ganz ehrlich, sie haben ihn aber auch berserkermäßig reinlaufen lassen. Ja. Obwohl du ja eigentlich im Angriff warst, das hat mich eh so gewundert, dass er gekommen ist. Meine guten Noritirnus. Ja gut, ich glaube, Verstärkung lässt er immer reinlaufen. Ja, weiß ich gar nicht. Ich glaube, Verstärkung läuft dann. Shogun macht das anders. Clear Victory, yeah baby. 50 Leute. Laden. Captain Lugul und High Chieftain Uglak der Harnest. Das ist halt echt gut. Meinst du ein Autosave danach? Ja, definitiv. Fatal Error. Nein. Holy crap! Fuck. Alter! 4 Bataillone Cave Trolls, habt ihr sie noch alle? Die sind jetzt gerade entstanden, oder? Ja. Oh, weil die Orks vernichtet sind. Oh. Aber warum? Weil High Chieftain anscheinend der letzte General war. Geil. Sehr schön, dann würde ich mal sagen, Elrond und die Truppen aus dem Ladris nach Norden. Ist die Frage, ob da jetzt trotzdem der Balrog kommt, wenn das eine Rebellenstadt ist nur? Weil wir es riskieren, müssen wir fast. Ja. Boah, aber Alter, 4 Bataillone. Ich habe jetzt erst so gedacht, so what hat das jetzt dieser blöde Orks of the Misty Mountain Typ bekommen, aber ja. Derweil... natürlich schon stark hier. Also gegen 4 Trollbataillone, da kann ich mit allen Bogenschützen der Welt nichts machen. Aber jetzt kann ich wenigstens ihn da wegklatschen. Ja. Mei, süß, 3 Leute sind es noch. Naja, vielleicht sind es auch die 3 Trollbataillone, die da drin waren. Das kann natürlich auch sein. Das wäre ein wenig ärgerlich. Ein wenig ist gut. Sehr nice. Naja, würde ich mal sagen, in dem Ladris fortbilden und dann nach Norden ziehen mit den Truppen vom Elrond, dass du so schnell wie möglich die anderen Städte einnimmst, bevor es... Ja, das vom Elrond ist ja eh schon fortgebildet. Achso, du meinst die Truppen dann fortbilden? Nein, nein, die jetzt gerade in dem Ladris drin sitzen, weiterschicken zum Elrond. Achso, ja klar, klar. Ja, ausbilden kann ich da erstmal nichts mehr. Wenn es nichts Großartiges. Ja. Ich könnte noch ein paar Swordcorn die machen, weil der hat momentan, glaube ich, gar keine Nahkämpfer. Ja, aber schicken Elrond schon mal los, würde ich sagen. Ja. Lass ihn als allererstes diese Stadt da oben rechts einnehmen. Warte mal, stimmt, ich habe doch da oben noch einen Assassin. Lass ihn mal schauen, wer in der Stadt da oben sitzt, weil die wäre ganz geil, wenn du die hättest. Ja. Ja, schick ihn weiter. Schick ihn bis zum... Ja, das holen sich jetzt schon gleich die Zwerge. Scheiße. Musste schnell durch die... Der Bombur. Captain Bombur. Die haben jetzt nur drauf gewartet anscheinend, oder? Sie haben es vorher schon belagert. Dann sofort alle Truppen weiterschicken. Bis auf die 80. Dieses, ja, wobei, nee, ich glaube, ich lasse lieber die da drin sitzen. Ja, die sind unterhaltsfrei. Richtig. Schick sie auf jeden Fall zu dem Ork-Outpost, der da in den Bergen ist. Ja. Alter, wie die Zwerge fallen sofort wie die Parasiten drüber her. Ja. Hützmann, bonnie day is it no? Ja, wobei die Zwerge halt schon echt mächtige Verbündete Heavy sind. Heavy Infantry. Na, das sind die Dwarven X-Men. Ach, die sind, das sind so Werfer, oder? Nee, das sind Zweihand-Axtkämpfer. Ach so, okay. Aber sie haben auch X-Rowers, das sieht lustig aus, wenn die dann ihre Äxte werfen. Hui! Also die Zwerge sind, was das Thema Kavallerie und Fernkampf betrifft, total für den Arsch. Also Fernkampf kannst du mit denen ganz vergessen. Ja. Die kriegen dann zwar später, kriegen sie so ein, kriegen sie Armbrustschützen. Okay. Aber die sind auch nicht so toll. Die haben nicht so viel Reichweite. Und also da stinkst du gegen jede normale Bogenschützeneinheit voll ab mit denen. Also mit den Zwergen hast du wirklich nur Heavy Infantry zur Verfügung. Gut, dann
Warte ich hier jetzt noch eine Runde, dann kommst du mit dem da noch und dann belagere ich's. Milo. So können wir das tun, ja. Boah, bin ich froh, dass jetzt endlich die Misty Mountain Orks vernichtet sind. Das kann ich dir gar nicht sagen. Ja. Das war gar nicht so schwer. Da frag mich mal erst. Das war gar nicht so schwer wie angenommen. Ja. Also, ich hatte jetzt mit einer echt heftigen Schlacht um Moria gerechnet, aber... Ja, aber wir haben uns da eigentlich echt... Yes, also das haben wir jetzt gut gemacht. Max, jawohl, ich bin stolz auf uns. Ja, ich auch. Eigentlich eher so auf dich, weil das hast jetzt du gemacht, aber... Vielen Dank, vielen Dank. Na gut, aber ich habe immerhin Karen Amroth eingenommen. Richtig. Da saß ja noch ihr komischer Typ da drin, der mit 6 Sternen. Ja. Ja, das wird wahrscheinlich der Erbe gewesen sein. Naja, stand nicht Lord dabei. Okay. Wahrscheinlich gab es keinen Lord mehr. Kann natürlich sein. Verpiss dich, Offer. I don't accept your offer. Orders. To battle, lads. Kacke, der braucht ja jetzt noch länger. Wieso? My lord. Ja. 2 Runden. Ja, aber dadurch, dass du die Armee da dazwischen noch getroffen hast und den Wachturm noch gebaut hast. Ja, ja, klar, gut. Ja. Faction destroyed. Und damit ist die zweite Fraktion besiegt. Ja, nach stimmt, mit Isengard ist ja auch schon weg. Ja. Leute, allmählich hier... Wir sehen Licht am Ende des Horizonts. Ja, vor allem, wenn wir erstmal den ganzen Westen für uns alleine haben. Wenn dann erstmal jetzt geht's, dann würde ich mal sagen, bei dir geht's dann gegen die Gundabad-Orks und bei mir wird's dann aggressiv, wird jetzt gegen Mordor vorgegangen. Ja. Oh. Okay, den Lower Anduin Vale haben sie schon eingenommen. Aber der Deep Mirkwood gehört noch... Derp, Derpwood. Derp, Mirkwood. Derp, Mirkwood. So. Your orders, attack! Yes. Hey, Nori steht immer noch da rum. Nori! Ori! So, ein neues Tomb hier bauen. Kann man die Elben hier vertreiben aus Lothlorien. Oder ist er Lothlorien? Ja, Lothlorien. Ist ja nur die Stadt, die so heißt. So ist es. Karen Amroth. Die Stadt von Lower Anduin Vale heißt Roscobel. Das ist da, wo die Kaninchen vom Radagast, dem Braunen, herkommen. Bescheuertste Szene überhaupt. Wieso? Yes, weil diese Kaninchen dämlich waren und nicht im Buch vorkamen. Also ich meine, was dämlich ist, was im Buch vorkommt, kann man ja reinnehmen. Aber warum mache ich sowas Dämliches rein, wenn es einfach... keinerlei Sinn macht. Die wollte ich eigentlich vorher schon nach Karen Amroth schicken, aber irgendwie... Ja, 120 Runden und 2 Fraktionen zerstört. Ich würde mal sagen, das ist eine gute Statistik. Definitiv. Ja. Yes, my lord. Wie sieht's aus, Bori? Bist du jetzt, ne? My lord. If you want to insult us, it has worked. So, jetzt schau mal, wo dein Assassin rumdümpelt. Der müsste jetzt mittlerweile relativ weit eigentlich schon sein. Stimmt eigentlich. Wo dümpelt er denn rum? Da steht er. Who do you want dead? On my way. Assassine! On my way. On my way. On my way. So. By your command. Hast du den Bug jetzt komplett leer gelassen? Ja, klar. Okay. Ich brauchte ja niemanden. Ja, wird gerade noch was ausgebildet. Die lasse ich aber weg. Was denn? Ja, weil ich es jetzt doch nicht für den Zweck einsetze, wo ich es ursprünglich machen wollte. So, okay. Ich wollte eigentlich Amoria mit denen angreifen, aber das mache ich ja jetzt schon mit dem Tengel. Ja. Der übrigens wahrscheinlich demnächst mal den Löffel abgeben wird. Hoffentlich erst in 2 Runden. Er altert eh nur alle 2 Runden, also von daher. Ja. Oh, ist der hässlich. Ja. Beziehungsweise nein, er ist zu schön. Nein, sagen wir es einfach so. Nee, also nee. Ja. Einfach nee. Ha, Take Settlement Orc Outpost. Sehr schön. Yes, ich sehe nicht mehr weit hin. Yes. Dann kannst du sogar schon angreifen. We shall engage. Das war ja einfach. Glorious victory. Tja, das waren leicht verdiente 1500. Eindeutig. Oh ja, Mann. Kannst du schon zum Wooden Castle upgraden gleich mal machen hier. Wobei ich auch irgendeine Stadt, glaube ich, noch aufrüsten konnte. Nordtarbat, glaube ich, war das. Ja. Genau. Ist mir
mir, glaube ich, fast wichtiger. Naja, nee, wieso? Das ist am Gegner dran. Ah ja, hallo? stimmt, da will ich ja... Am potenziellen Gegner, meine ich. Okay, dass da jetzt gar keine Truppen drin sitzen, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ja, also das war ein bisschen einfach. Hm, Mai, auch wir brauchen mal Glück, Ralf, sonst kriegen wir ja immer aufs Maul, aber... Da hast du recht. Haben wir uns mal verdient. Hoffen wir mal, dass die Zwerge es jetzt bei Framsburg verkacken, dass du das noch einnehmen kannst. Naja, das wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Aber ich befürchte fast, dass das nicht der Fall sein wird. Es sind Lorglooters. Also wenn sie das verkacken... Hail and well met, noble sire. Your will, my lord. Your will, my lord. Your orders, my lord. Assembling a mighty host. Verdammt. Das ist wunderschön. Ja, ich dachte mal, so ein bisschen Piercing kann nicht schaden.